Und damit, wie immer, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ich habe lange hin und her überlegt, da ich ja jetzt nun Butternicula gespielt habe, ein Adventure. Ich spiele Overclock, das ist ein Adventure. Und dann dachte ich mir, was spiele ich als Alternative? Und da ich mich an große Spiele wie zum Beispiel Bioshock, das auf jeden Fall auf meiner Liste spielt, weil es einfach ein großartiges Spiel ist, ich mir das aber aktuell einfach als Let's Play noch nicht zutraue, dachte ich mir, was machst du? Und da habe ich mich ein bisschen durch natürlich größere YouTuber anfixen lassen, als auch durch den lieben Avi, der aktuell ja auch ein Wimmelbild spielt. Und dann habe ich mich durch unzählige und millionenfache Wimmelbilder gesucht und bin beim Haus am See gelandet und dachte, ich probiere es mal aus. Mal sehen, wie es so funktioniert, wie es euch gefällt, wie es mir gefällt. Ich selber mag Wimmelbilder eigentlich sehr gerne. Ich weiß, dass sie jeglicher Logik entbehren, aber das macht ja nichts. Wir schaffen das schon. Und ich habe es einmal kurz angespielt, um zu gucken, ob alles funktioniert. Ob Fraps natürlich auch aufnimmt. Und ich hoffe, wenn ich jetzt auf Spielen klicke, dass ein neues Spiel beginnt, denn eigentlich sollte alles resettet sein. Und deswegen hoffe ich, dass wir gemeinsam wieder sehr viel Spaß haben und gehe einfach mal auf Spielen. Man muss ja sagen, dass die Filmsequenzen in Wimmelbildern ja auch immer besser werden. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Oh, das sieht aber verdächtig nach Heirat und einem Antrag aus. Ich werde mich nicht zu seinem Aussehen äußern. Er hingegen sieht jetzt schon sehr süß aus. Diese fröhliche Aura. Dear Anne, we've known each other for years, and I can't imagine my life without you. Will you marry me? I love you, Henry, but we're going to have to delay our wedding. Someone broke into the house this morning and destroyed our photo album. Oh nein! I'm scared. Ein zerstörtes Fotoalbum. Wobei, das ist jetzt schon arg, so ein Foto zu zerkratzen. Wähle einen Schwierigkeitsgrad. Standard. Der Tipp-Button benötigt 30 Sekunden, um sich wieder aufzuladen und interaktive Bereiche werden durch ein Funkeln hervorgehoben. Experte. Der Tipp-Button benötigt 2 Minuten, um sich wieder aufzuladen und interaktive Bereiche werden nicht hervorgehoben. Da ich es euch und mir nicht schwieriger machen möchte, als es nötig ist, nehmen wir einfach die Standardversion. Henry, someone tore the pictures in our photo album to pieces. They destroyed every last snapshot. Wie ist denn die so schnell von da nach da gekommen? Aber ich weiß, dass ich das gerade schon gesagt habe. Ich finde das wirklich beeindruckend, wie aufwendig die Wimmelbilder heutzutage gemacht sind. Also ich meine, manche sind immer noch furchtbar schlecht, so ist es ja nicht. Aber dafür, dass es Massen an Wimmelbildern gibt, sind sie wirklich, die werden ja immer besser, sind ja bald fast wirklich schon eigenständige Adventures. Allein schon, dass sie sich so ein bisschen bewegt und ich finde es schon, also der erste Eindruck ist durchaus sehr positiv. Sie guckt ein bisschen grantig, aber jemand hat ihr Fotoalbum zerrissen. Aber wir wollen sie da ja nicht blöd rumstehen lassen. Are you sure? Let me see, honey. Er steht da ein bisschen seltsam. Finde ich, es sieht so aus, als hätte er seinen Kopf so weit nach vorne gebeugt. Aber ich wollte mich ja auch zu seinem Aussehen nicht äußern. Ich versuche das durchzuhalten. Sure, here's the key. Danke. Klicke hier, um dir das Fotoalbum anzusehen. Ach komm, wir machen die Einführung. Das Fotoalbum ist abgeschlossen. Benutze den Schlüssel aus deinem Inventar, um es aufzuschließen. Dann werden wir das tun.
Du kannst dir einige Dokumente näher betrachten. Klicke auf das Foto. Dieses Foto ist verbrannt. Es sieht so aus, als würde mich jemand hassen. Ja, das sieht tatsächlich nicht so aus, als wäre jemand ein großer Fan von dir. Aber mit sich ein schönes Foto. Also, als Frau muss ich ja sagen, dass ihre Haare großartig aussehen. Dieses Foto wurde vor etlichen Jahren aufgenommen, als wir durch den Park geschlendert sind. Jemand hat es ruiniert. Musste kurz stocken, da mich dieses Foto an ein Filmcover erinnert. Aber das ist ja auch irgendwie so ein Standardbild für Filmcover, habe ich das Gefühl. Es gibt's ja en masse. Ich habe Anne damit überrascht, dass ich meinen Heiratsantrag als Anzeige in unserer örtlichen Tageszeitung aufgegeben habe. Aber wir werden die Heirat verschieben, bis wir herausgefunden haben, was mit unserem Foto geschehen ist. Heiratsantrag. Liebe Anne, du bist die wundervollste Frau auf der ganzen Welt. Dich zu treffen ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe dich. Willst du mich heiraten? In Liebe, Henry. Die Herausgeber der Daily News gratulieren Henry und Anne und wünschen ihnen alles Gute. Ja, Also sollte mir einer von euch einen Heiratsantrag machen wollen, ihr müsst es nicht in die Zeitung, posten? Nein, doch, also, ach, ihr wisst, was ich meine. Ich muss es nicht groß in der Zeitung haben, wirklich nicht. Das Foto fehlt. Ja, dann haben wir uns dieses schicke Fotoalbum angeguckt. Anne Bennett, someone asked me to give you this. Er klingt ja auch gut gelaunt. Na, steht's jetzt wieder auf? Du kannst mit bestimmten Objekten interagieren. Klicke auf das Paket, das der Kellner an der Bar abgelegt hat. Offensichtlich bin ich heute nicht in der Lage, vernünftig zu reden. Ich muss das Seil durchschneiden. Ich habe irgendwo eine Schere gesehen. Ich will den, Cupcake. Ich liebe Cupcakes, aber die Ereignisse der letzten Zeit haben mir den Appetit verdorben. Hallo, es ist ein Cupcake. Süßigkeiten gehen doch immer. Ich sollte diese Kerzen anzünden. Warum? Ich bin kein Dieb. Aha. Aber Kerzen anzünden. Ja, so ein Löffel ist natürlich auch schon was Besonderes. Das ist unser Lieblingscafé. Anne und ich kommen hier jeden Morgen her und genehmigen uns einen Kaffee, einen Croissant und die neuesten Nachrichten. Nichts für ungut, ne? Aber jetzt, wo ich das mal so betrachte, sieht das Café ganz schön heruntergekommen aus. Naja, also ich meine, jedem das Seine. Henry, look at the photos in the album. Hab ich doch schon. Eine Schere. Große Kaffeeeröffnung. Ja, dann... Ich bin kein Dieb. Klar, nimmt aber die Schere daraus. Im Fernsehen läuft nichts. Henry, ja, ich gucke mir die Fotos an. Habe ich schon gemacht. Ansonsten können wir wahrscheinlich nur noch das tolle Paket öffnen. Schnipp. Schnipp. Okay. Eine Erinnerungskiste. Juhu, Puzzeln. This looks like one of those photos from my album. Let's see which one it is. Alles klar. Basteln. Oh, ich liebe Puzzeln. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt eine riesen Klappe und sage, Puzzeln ist super und krieg's dann überhaupt gar nicht auf die Kette, alles richtig zusammen zu puzzeln. Kennt man doch. Das sieht aus, als wäre es hier, das da, das hier. Okay, das sieht nach Dach aus. Dann kommst du hier hin. Du hier, du hier. Oha. Das wäre natürlich super. Sowas bräuchte ich auch. Fotos, die sich selber wieder irgendwie zusammenbasteln. Allerdings muss da kein gruseliger Junge drin sein. Mit einer Maske. Echt nicht. Come back to our house. Aber er hat coole und gruselige Augen. Zum Inventar hinzugefügt. Notiz.
Oh my God, that was my brother Tommy. He used to write me secret messages with invisible ink. I need to see what he's written. Schauen wir nach, was er geschrieben hat. Ich habe gerade kurz einmal auf meine Uhr geschaut. Muss aber gestehen, dass ich überhaupt gar keinen Plan habe, wann ich angefangen habe. Deswegen spielen wir noch ein bisschen weiter. Klicke auf die glitzernde Fläche, um eine Wimmelbildszene zu starten. Jetzt beginnt der schreckliche Teil in diesem Spiel. Suche alle unten aufgelisteten Objekte und klicke auf sie, um sie einzusammeln. Um einige Objekte einzusammeln, musst du zuerst eine Aktion durchführen. Verwende das Messer, um den Umschlag zu öffnen und nimm die Zugkarte heraus. Ah. Immerhin sind hier Bilder. Und dann kann ich mich zumindest so ein bisschen daran orientieren. Wenn du nicht weiter weißt oder ein Objekt nicht findest, dann klicke auf den Tipp-Button und lass dir einen Hinweis geben. Sehr gerne. Aber erstmal versuche ich es natürlich so. Wir brauchen... Ist es eine Nuss? Eine Walnuss? Ein Hammer? Eine Münze? Eine Glühbirne? Und Streichhölzer. Dort hinten ist es dunkel. Ich kann nicht sehen. Deswegen brauchen wir wahrscheinlich zuerst die Glühbirne, die ich gerade nicht sehe, um es da hinten etwas heller zu machen. Ich sehe aber ein Kätzchen. Kann ich die knacken? Ach, da ist der Hammer. I see. Wir brauchen die Glühbirne und diese Münze. Die beste Methode ist immer, wahllos herumzuklicken. Also ich meine, ich bin ja blind, aber... Ah, für die Jukebox brauche ich eine Münze. Ja, wenn ich diese... Ah... Mein Gott, ist das kompliziert. Hier baut ja das eine auf dem anderen auf. Ah... Hinter dem Glas ist eine Glühbirne. Wie komme ich heran? Indem wir es kaputt schlagen. Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht in allen Wimmelbildern so. Dass ich mit dem einen das andere und dann... Ja Gott. Das Schöne ist ja, dass die meisten Wimmelbilder einem ja Hinweise geben. Das ist schön. Das kann ja eigentlich auch fast jeder Idiot spielen. Was eigentlich doof ist, weil ich schon ein ziemlich großer Idiot bin. Mache den Text auf dem Blatt Papier lesbar, um die Nachricht von Tommy... Um die Nachricht von Tommy lesen? Da fehlt aber ein Wort. Darüber werde ich jetzt mal galant hinweggehen. Wir zünden die Kerzen an. Denn wie man das mit geheimen Nachrichten so tut, hält man sie bei Kerzen. Und dann wird die Schrift sichtbar. Ja, ja, ich kenne das auch, wenn man sie mit Zitronensaft schreibt zum Beispiel. Allerdings haben unsere Nachrichten nie so ordentlich ausgesehen. Anne, ich denke oft darüber nach, wie glücklich unsere Familie hier war. Sie sagten, wir würden immer zusammen sein. Aber jetzt bin ich allein in unserem verlassenen Haus, das Haus am See. Ich warte auf dich, Schwesterherz. In Liebe, Tommy. Das klingt aber traurig. This must be a cruel joke. Your brother died 15 years ago. Oh, das ist natürlich, seltsam. Please, Henry. Let's go to my old house and find him. Erstmal machen wir eine lustige Spazierfahrt. Henry, are you all right? You look scared. Look, we're almost there. This house has waited 15 years for me to return. Sieht ja auch sehr heimlich aus. I know this sounds strange, but I barely remember my childhood. This is your parents' house, right? Er kann sich kaum an seine Kindheit erinnern. Das klingt aber schon sehr verdächtig, finde ich. Vielleicht ist er der Junge mit der Maske gewesen. Oder er hat Wahnvorstellungen. Oder ich bin mal wieder
paranoid. Ich weiß es nicht. Ich habe wahrscheinlich einfach zu viele Horror- und Psychofilme gesehen, in dem der Protagonist selber am Ende einfach schizophren gewesen ist und selber alle Taten begangen hat. Aber sehen wir weiter. It is. I thought I'd never come here again. Let's go inside. Nanu? Henry, did you see that? There's someone in the house. I think it's my brother. We need to search the house and find him. Henry, I'm scared. Ich bin auch gespannt. Ich fand übrigens, dass es in der Zwischensequenz so ausgesehen hat, als wäre der Bruder ertrunken. You stay outside. I'll find a way into the house and look for him. Und ganz offensichtlich spielen wir aus Henrys Sicht. Das ist dein Tagebuch. Es enthält Informationen über wichtige Ereignisse. Klicke darauf, um es zu öffnen. Natürlich tue ich das. Der Kellner in dem Café hat mir ein Paket mit unbekanntem Absender überreicht. Zu meiner Überraschung enthielt es Spielzeug und ein zerrissenes Foto aus Annes Album. Es war ein Foto von einem Haus am See. Als ich das Bild ins Album gesteckt hatte, reparierte es sich selbst. Und dann schaltete sich ein Licht im Haus ein. Als nächstes kam ein Junge aus dem Haus und übergab mir diesen Brief. Anne sagte, es sei ihr Bruder, Tommy, aber wie ist das möglich? In dem Brief bat Tommy uns, in unsere Heimatstadt zurückzukehren. Es ist aber, glaube ich, kein richtig gesetztes Komma. Ah, das ist Anne, meine Verlobte. Wir kommen jeden Tag in dieses Café, um einen Kaffee zu trinken und Zeitung zu lesen. Ich habe vor kurzem ein Bild von uns und meinem Heiratsantrag an die hiesige Lokalzeitung geschickt, sodass Anne ihn lesen wird, wenn wir hier im Café sind. Dieser Tag sollte etwas Besonderes sein, aber etwas lastet schwer auf ihren Gedanken. Sie zeigte mir unser Fotoalbum und sagte, jemand hätte es ruiniert. Ach, danach kommt nichts mehr. Und hiernach auch nicht. Eine Karte? Ah, ich habe meine Karte noch nicht. Mit diesem wunderschönen Blick auf unser Journal oder unser Tagebuch möchte ich mich auch für die erste Folge von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bin gespannt, wie das Spiel weitergeht. Und ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.